Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren FAQ, einer weiteren Frequently Asked Question aus dem mündlichen Mathe-Abitur. Und da ist es ganz, ganz typisch, dass einem 2 Punkte diktiert werden. Und so machen wir das jetzt auch. Ich mache das wirklich jetzt, ne? Schnappt euch Zettel und Stift und los geht's. Der erste Punkt ist P, minus 2, 1, minus 4. Der zweite Punkt ist Q, 4, 7, minus 1. Und wenn ihr die jetzt aufgeschrieben habt, dann kommt die Frage dazu. Ready? Also die Frage ist, ich hätte jetzt gerne den Abstand der beiden Punkte voneinander. Bitte sehr. Genau, ich hätte es so gemacht, dass ich gesagt hätte, ah, alles klar, also die Punkte, ich wiederhole nochmal, damit ich verbessert werden kann, falls ich es mir falsch irgendwie gehört habe. Der Punkt P hat die Koordinaten minus 2, 1, minus 4. Der Punkt Q hat die Koordinaten 4, 7 und minus 1. So ein Gegeben könnte man natürlich noch davor schreiben. Das wäre elegant. Jetzt soll ich den Abstand der beiden Punkte voneinander berechnen. Da mache ich erstmal eine kurze Skizze. Ich mache irgendwohin den Punkt P, irgendwo anders hin den Punkt Q. Und ich weiß, der Abstand von 2 Punkten ist genau die kürzeste Verbindung dazwischen. Also nehme ich mir den Vektor PQ zum Beispiel. Der Vektor QP wäre genauso gegangen. Und bilde den erstmal. PQ wäre Ende minus Anfang. Also 4, 7, minus 1, dann kommt minus, minus, minus. Minus 2, 1, minus 4. Also ergibt sich da 6, 6 und 3. Und wenn ich jetzt die Länge haben will von diesem Vektor, weil das genau dem Abstand der beiden Punkte entspricht, setze ich Beträge und sage, Betrag Vektor 6, 6, 3 muss berechnet werden. Da kommt jetzt die Längenformel ins Spiel. Wurzel aus. Jede Koordinate wird hier quadriert und addiert. Das kommt aus so einem doppelten Satz vom Pythagoras. Das heißt, ich habe da 36 und 36 und 9. Und lasst euch von sowas nicht irritieren, ne? Die Fragen in der mündlichen sind so gestellt, dass ihr die im Kopf berechnen könnt. Vertraut euren Lehrern da. Nicht denken, oh Gott, 36 und 36 und 9, wie soll ich daraus die Wurzel ziehen? Sondern einfach versuchen, ruhig zu bleiben und zu rechnen, da wird was Gutes rauskommen. Und so ist es hier auch. 72 plus 9 ist das nämlich. Und das ist die Wurzel aus 81. Und das ist natürlich eine Quadratzahl. Also kommt 9 raus. 9 LE, 9 Längeneinheiten, beträgt also dieser Abstand zwischen dem Punkt P und dem Punkt Q. Und für den Abstand, das könnte man noch so ergänzen, ist die Richtung des Vektors nicht wichtig. Also für die Länge eines Vektors ist es irrelevant, in welche Richtung der Vektor geht. Weil, wenn man zum Beispiel von Stuttgart nach München mit einem Privatjet direkt fliegt, wäre das dieselbe Luftdistanz, wie wenn man in die andere Richtung fliegen würde. Also, für den Abstand zweier Punkte ist ganz egal, ob ich den Vektor PQ oder den Gegenvektor in diese Richtung QP genommen und davon die Länge berechnet hätte. Ja, und gute Fachbegriffe habt ihr gesehen, ist sowas wie Länge eines Vektors, Verbindungsvektor, Betrag eines Vektors, Längenformel, sowas sollte da irgendwie mit reingeschubst werden. Nächste Frage zu der Thematik. Ich hätte jetzt gerne die Koordinaten von einem Punkt, der mit P und Q in einer Linie liegt. Bitteschön. Ja, und da gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Und das ist immer, finde ich, schwierig in Mathe. Wenn man merkt, okay, ist es irgendwie nicht eindeutig gestellt, die Frage, da gibt es viele Möglichkeiten, dann versucht ruhig zu bleiben, sucht euch die einfachste Möglichkeit aus. Ich würde sagen, okay, ich muss mal kurz überlegen, also der Punkt P, der Punkt Q, die sind irgendwie so und jetzt möchte ich einen Punkt, der mit P und Q in einer Linie liegt. Naja, da gibt es ja offensichtlich ganz viele. Jeder dieser Punkte hier zum Beispiel zwischen P und Q würde mit P und Q in einer Linie liegen. Aber auch jeder Punkt, der irgendwie einfach nur auf der Geraden durch P und Q liegt. Ich nenne sie mal GPQ. Jeder dieser Punkte würde auch mit P und Q in einer Linie liegen. Ich suche mir jetzt also einfach mal einen Punkt, den ich gut berechnen kann, nämlich den Mittelpunkt, der genau zwischen P und Q liegt, aus.
Und ich weiß, dass ich den Mittelpunkt einer Strecke bekomme, indem ich die beiden Anfangs- und Endpunkte als Ortsvektoren schreibe und addiere und dann das Ganze halbiere. Also kann man gucken, hat man sich ja aufgeschrieben, der Punkt P war minus 2, 1, minus 4, also minus 2, 1, minus 4 als ersten Vektor, plus der Punkt Q war 4, 7, minus 1, also 4, 7, minus 1, das wird addiert und halbiert. Vektoraddition ist immer komponentenweise, also jede Koordinate wird addiert, minus 2 plus 4 ist 2, 1 plus 7 ist 8, minus 4 plus minus 1 ist minus 5. Das Ganze wird halbiert, also könnte ich auch mal ein halb davor schreiben. Also jede Koordinate, wieder komponentenweise, ne, wird halbiert. Dann habe ich 1, 4, minus 2,5. Also hätte ich als eine mögliche Antwort den Punkt M, den Mittelpunkt der Strecke PQ, mit den Koordinaten 1, 4 und minus 2,5. Genauso gut hätte man aber auch zum Beispiel sagen können, man nimmt sich den Punkt Z meinetwegen, der hier liegt, und den würde man bekommen, indem man irgendwie vom Ursprung aus, ich zeichne ihn mal dahin, erstmal zu P läuft und dann den Vektor PQ gleich zweimal dranhängt. Also OZ hätte ich bekommen, indem ich OP nehme plus zweimal PQ. Und PQ hatte ich ja schon gebildet. PQ war 6, 6, 3. Dann habe ich hier also P nochmal. Minus 2, 1, minus 4. Plus 2 mal 6, 6, 3. Und so wäre ich gekommen auf minus 2 plus 12. 1 plus 12 und minus 4 plus 6. Die Konzentration immer, ne, in der mündlichen beim Kopfrechnen. Also 10, 13 und 2. Ja. Z mit den Koordinaten 10, 13 und 2 wäre also auch eine von aber unendlich Möglichkeiten, ne, wie man einen dritten Punkt angeben kann, der mit P und Q in einer Linie liegt. Ja, wenn ihr Lust habt auf weitere Fragen, hier warten noch jede Menge auf euch. Schaut sie euch alle an. Je mehr ihr kennt, desto einfacher wird euch die mündliche Prüfung fallen. Und bei Fragen meldet euch jederzeit gerne. Ich bin hier, um euch zu einer super guten Note in der mündlichen zu verhelfen. Ciao!